von diesem wunderschönen Golf 4 wollen wir jetzt einen kleinen Carporn machen. Das ist die Konkurrenz. Hallo, guten Tag. Na moin. Hallo. Los geht's. Ich kann zwei Scheiß... wunderschöne neue Kameras. Einmal R6, einmal A7S3. Und dann wollen wir jetzt mal ein richtig abliefern. Also wir wollen 5 Minuten filmen von dem Auto. Und dann hat jeder 25 Minuten Zeit, das Ding zu schneiden. Irgendwie am Rechner, ich denke, wir machen mal bei dir, ne? Ja. Mal gucken, was bei rumkommt. Jeder kriegt eine halbe Stunde und dann werden wir mal sehen, was wir schaffen. Und dann wird auf Instagram abgestimmt. Genau, seid dabei. Ihr dürft abstimmen. Ich muss mal kurz gucken, ob alles geht. Das geht doch nicht! Aber wird schon. Boah, sieht das sexy aus. Aber man muss auch sagen, dass du schummelst, ne? Wieso? Na, mit deinem Bildschirm da? Ich hab keinen. Nix hier, großer Bildschirm oder so. Du hast dein Bändchen, du hast ein Gimbal mit. Ja gut, das stimmt. Ich hab mein Canon R6 Bändchen. Nochmal kurzes Zwischenupdate. Wir machen den Stabi aus, weil es bei der 7S3 nicht geht in 100p. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Sony halt, ne? Kauft euch eine Canon, damit seid ihr besser beraten. Puh. Ready, go. Gucken geht los. Und heute sehen Sie, wie man aus Scheiße Gold macht. Zwei Minuten haben wir schon. Ich Idiot, ich filme die ganze Zeit quer. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das werten soll. Am besten gar nicht. Lachgas, Kickdown, Abfahrt, Fitti, 1000 Umdrehungen. Nachträglich eingebaute Xen. Man muss ja auch irgendwo sagen, du hast einen Heimvorteil, weil es ist dein eigenes Auto. Du kennst die Details. Ja, was denn? Das ist ja nichts. Das VW-Emblem. Das Lowschool. Ja. Was du ja nicht siehst, ne? Lenkrad aus Holz, wenn ich roll auf 18 Zoll in meinem Golf, 18 Zoll, ich roll. 3, 2, 1 und Kamera hoch. Ach du Scheiße, na, da bin ich ja mal gespannt. Möchtest du erstmal ein Feedback deiner eigenen Arbeit? Scheiße. Also dolle war es nicht, weil ich habe ja die ganze Zeit schön quer filmen, obwohl ich hochfilmen wollte. Wir werden mal sehen, was bei rauskommt. Sind halt auch kaum Details an meinem Auto drin, was du so wirklich geiles filmen kannst. Jetzt, ich habe so ein paar Regentropfen versucht, wo das ganz cool aussah. Ja, und die VW-Logos. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht noch was weiter. Ah, eigentlich wollte ich das Cappy noch filmen, jetzt fällt es mir ein, das habe ich nicht gemacht. Danke für den Tipp. Gerne, gerne. Aber ob man das sehen wird? Ah, das ist auch ein bisschen schwierig zu sehen, denke ich. Schwerlich. Ah, hat man jetzt gesehen. Okay. Schade. Schade, schade. 2 Minuten auf jeden Fall verschwendet so ein bisschen, obwohl wirst du überlegen, das zu croppen, also zu... Wenn ich wirklich viel zu wenig Material habe, croppe ich rein. Okay, dann muss es so... 460p Material. Wird super. Okay, jetzt machen wir einen Wechsel, ne? Du bist dran, gib mal das Ding. Die Basics, die man hätte machen können, so vorher die Linse mal putzen, ne? Meine ist eigentlich sauber sogar, sind jetzt nur ein paar Regentropfen drauf. Was auch immer das ist, der assistiert, aber wie? Ich habe auch irgendwie so einen S-Lock-Assist, ich habe keine Ahnung, was der macht. Also C-Lock. Also beschert mir noch keiner, also, ja, C-Lock. Wenn du einen S-Lock-Assist hast, dann hast du was falsch. Dann habe ich die falsche Kamera. Ja. Mit was für einem ISO hast du gefilmt? So im Schnitt? Ich war teilweise bei 6, aber auch kurz bei 8, wo ich die Blende zugemacht habe. Also ich filme hier dementsprechend komplett auf 12.800. Alles? Alles. Gehe ich mal von aus, ja. Ich bin jetzt hier ich bin total unterbelichtet. Das wird nicht mit S-Lock. Wieso laut Display ist doch aber gut. Also ich finde das jetzt nicht unterbelichtet. Okay. Ich mach Uhr an. Ja. Hals auf der Landstraße, offenes Schiebedach, 10-fach CD-Wechsler macht übelst Krach. Ja, man muss auch bedenken, ich filme mit einer Festbrennweite. Ja,
Ja, manch einer kann es halt nur mit dem Zoom-Objektiv. Nee, bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. So, also es ist noch ungefähr 1:30 Zeit. 1:30 ist noch Zeit. Und das, was ich gefilmt habe, glaube, wird lange nicht so gut wie das, was Pavel macht. Ich habe das schon auf dem Bildschirm gesehen. Also er hat da sehr geile Szenen genommen, sehr geile Einstellungen. Auf dem Bildschirm sieht alles immer so sexy aus. Ja? Du wirst das schon machen. Ich bin dann ein bisschen deprimiert, dass ich dann an so vieles nicht gedacht habe. An oben, an die komischen Rohre, an die Halterung fürs Dach, da habe ich auch noch dran gedacht, weil das ganz cool aussah. Aber ansonsten, tja, Pech. Reiß ich noch. Aber sehr gerne. Hände hoch. Ist vorbei. So, Fazit? Mein Fazit, ich habe ein bisschen mit dem Autofokus gekämpft. Frag mich nicht warum. Man hat es gesehen, ja. Vielleicht die Tropfen. Gute Frage. Mein Problem wird sein, ich habe am Anfang nicht an den Crop gedacht. Dadurch, dass ich im Vergleich zu ihm in 16:9 gefilmt habe und den Reel erstellen, haben wir halt quasi 60% Verschnitt. einfach weg. Dadurch bin ich aber flexibler. Ne? Ja, er das muss stimmt. Das nehmen, was er gefilmt hat. Ja. Ich kann mir die Ja, du kannst aus- links und rechts schieben, das stimmt. Ich bin gespannt. Also laut meinem Belichtungsmesser war es bei mir zu dunkel für S-Log. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ja. Ja, dann würden wir uns jetzt an der Stelle ins Office teleportieren, oder? So, wir sind dann durch jetzt hier mit der Nummer. Ja. Du schnippst und wir hüpfen rüber, ne? Ja, und? Mein Kater wird so eifersüchtig sein. Der wird das so riechen, wenn ich nach Hause komme. So Leute, kurzer Zwischenstand oder Zwischenstopp. Wir mussten leider abbrechen, weil... Geht nicht. Ein Teilnehmer ist leider behindert. Wird behindert, ist man nicht behindert, wird man. Ich kann auch einfach nicht aufstehen, es geht nicht, man will es auch einfach nicht. Wenn man hier so gekuschelt wird, guck dir das doch an. Was sagt Lili dazu? Aber weiter am Text. iPhone ist für Opfer. Oh, sind wir schon online? Hallo. Hi. Na, wie geht's? Ja, alles klar. Wir fangen jetzt an zu schneiden. Hier so, und da ist nur so ein Riesending. Willst du noch ein Riesending sehen? Ja, der Kollege fängt an. So ist es. Als Hintergrundinformation, er schneidet auf nicht seinem PC, das ist nämlich meiner. Ich überlege fast schon, ihm eine Minute Bonus einzurechnen, falls er sich mal verklickt oder ein Shortcut fehlt oder nicht da ist, wo er sein soll. Ach, ich denke, das kriegen wir schon. Wir spielen ohne Shortcuts. Wir spielen ohne, genau. Ah, genau. Ohne Cheaten heute. Ohne Schummeln und ohne Lösungsbuch. Und ohne Autocut-Taste. Der Zirkel weiß Bescheid. Ja, ich habe jetzt 25 Minuten, um aus dem bisschen Material, was ich da so gefilmt habe, irgendwie was rauszuholen. Mal gucken, ob dabei was rauskommt. Werden wir gleich sehen. Genau. Bleibt spannend auf jeden Fall. Wir nehmen euch auf jeden Fall als Zeitraffer mit. Und man muss auf jeden Fall das erste Mal dazu sagen, ich schneide das erste Mal auf C-Log und vor allem auf C-Log 3. Ich schneide das erste Mal Videos von meiner neuen Cam. Von meinem neuen Kamm. Ich habe noch nie auf die Videos von der Cam geschnitten. Ich muss das mal gucken. Und vor allem Farbbearbeitung im Nachhinein wird ekelhaft. Vor allem bei 25 Minuten, wie soll man da was machen? Du musst oben den Filter rausnehmen. Ach so. Okay, cool. Was labert ihr mit dem Lächter? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Frag einen Profi, wenn du was nicht weißt. Ja, so ist das halt. Kann ich dir jetzt so nicht zeigen, müsste ich erst einen Clip einfügen. Nein, das ist aber nicht erlaubt. Nicht erlaubt? Nein. Gut, dann muss ich das im Schnitt probieren. So, es geht jetzt los. Ich fange jetzt an. Kein Bock hier weiter dusselig rumzulabern. Ich nehme euch auf jeden Fall im Zeitraffer mit. Also ihr seht quasi beschleunigt alles, was er so macht. Ja, er kennt nichts, aber ihr werdet bunte Fensterchen aufblinken sehen. Auf jeden Mehrere Fall. Error-Meldungen. Und total Abstürze. Nicht nur vom PC. Oh, nicht nur, vor allem nicht nur vom PC. Wir hoffen ja mal, dass Premiere mal eine Runde ohne Probleme durchmacht. Aber nicht wie bei meinem Stream letztens. Ja, so wie immer. Total Abstürze. Es ist halt Premiere, ne? Natürlich. Los geht's, würde ich sagen.
Überholspur, blinke mit der Lichthupe, BBS-Felgen, Motor, Chip-Tuning, Funk. Dein Zwischenfeedback, wir haben jetzt glaube ich noch nicht mal 10 Minuten mehr auf der Uhr. Wie zufrieden bist du mit deinem Zwischenergebnis? Ja, bisher super. Es ging gerade alles glatt. Speedrams funktioniert auch super hier. Also es ist toll, wenn man an seinem eigenen Rechner sitzt. Optisch gesehen... I hate it. Optisch gesehen haben wir ein Drittel des Songs fertig, also 5 Sekunden, oder? Gut, ich will dich jetzt nicht zu sehr ablenken. Dolle ist nicht, ja, 5 Sekunden. Du bist sehr gestresst. Lack aus Carbon, gute Versiegelung und wenn es kalt wird, macht nix, na und? Ich hab 30 Grad auf der Sitzheizung. So, Herr Kollege, Sie sind jetzt fleißig am Rendern. Was ist das Feedback von dir nach den... Also erstmal ist ja so einiges schiefgegangen zwischendrin. Das sieht man in der Zeitraffer wahrscheinlich nicht so wirklich. Falls doch, dann ist es witzig. Erstmal habe ich andauernd auf die Windows-Taste gedrückt, die du ja dann glücklicherweise irgendwann gesperrt hast. Dann ist das mit Twixtor, mit Speedramps und so weiter, das hat alles jetzt auch nicht so funktioniert. Dann das erste Mal C-Log, also ich finde das Bild sieht gerade katastrophal aus. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Von der Schärfeerstellung gefällt es mir sehr gut, aber das Rauschverhalten ist echt eine Katastrophe. Scheiß also. Kamera, würde ich sagen. Ne? Ja, genau. Hätte man lieber zur Sony gegriffen und sein zweimal mehr hingehalten. Nein. Ich meine, es brennt bis heute, aber das war's wert. Ja, manche müssen sich für Kameras halt lassen. Weißt du? Nee, an sich, vom Videomaterial bin ich erstmal ganz zufrieden. Wir werden sehen, wie der Porn nachweist. Vom Porn bin ich nicht zufrieden, auf gar keinen Fall. Keine Speedramps drin, null Effekte, so wirklich gar nichts. Also 25 Minuten ist schon echt harter Struggle und du hast mir ja nun noch mal 5 Minuten. Noch, ja, mindestens 5 Minuten mehr gegeben. Weil nicht mein Rechner und manches halt schief gegangen ist. Krass. Also in 25 Minuten eine Carbon schneiden. Auch für 15 Sekunden, das ist so Nummer. Und das soll mal immer keiner von euch verstehen, ne? Deswegen kostet die Scheiße auch so viel Haufen Geld. Ich will den Mic Drop sehen. So, da sind wir wieder. Pavel ist dran. Weiter geht's. Mann. Die Nervosität steigt bei dir. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe nämlich gesehen, wie scheiße schwer das ist, sich in einer kurzen Zeit irgendwie doch da einen Überblick zu machen. Ja, Nervosität ist hoch. Du wirst es schaffen. Anschweiß ist da. Ist da. Ist da. Irgendwelche letzten Worte? Scheiß einfach. Mama, ich hab dich lieb, fütter meine Katzen. Wenn ich es nicht schaffe. Wenn ich hier untergehe, entweder durch den Druck jetzt oder durch den Shitstorm nachher bei Instagram. Ja, genau. Einfach Nervenzusammenbruch. Ich habe ja sein Projekt ungefähr gesehen. Ich glaube, danach kannst du dir einen neuen Account anlegen. Ich glaube, ich sollte mir danach einen neuen Account anlegen. Aber hey, es ist, das wussten wir von vornherein, dass hier kein Übervideo rauskommt. Mein bester Freund fragt immer, wenn du irgendwas Negatives von deinem Leben erzählst, fragt er dann generell immer so. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dich einfach zu löschen? Das wird dieses Mal der Fall sein. Also, ja. Ich hänge mich jetzt ins Zeug, die Kamera läuft, glaube ich. 3, 2, 1, go! Bonfire! 25 Minuten. Wir werden sehen, was rauskommt. Motto zu, Open Gang, Tennis Slang, der bei dem gleich ein ganzer Fuchs an der Antenne hängt, der Tank voll mit Moskoskaya, Himalaya, Flo Masi, scheiß doch Prada, mein Indianer, Lo Guantanamo, Masi, Mo. I'm rapping for my city, in my city, riding crazy, motherfucker, riding. Turn up on a ton of beat shit, now who would be best for you? I'm the number one, that's true, yellow psychopath, my crew. Fuck you, baby. Shit is all up.